Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Saira. Das letzte Mal habe ich mir sehr viele Fragen gestellt. Ich weiß noch immer nicht, wo es hier lang auf diesem Mond geht. Ich möchte das Ganze mit euch erkunden und herausfinden, was diese komischen Kristalle auf sich haben und was man in diesen komischen Eisbildern da sehen könnte. Was ich aber jetzt betonen möchte, ist, dass ihr auf jeden Fall die Freiheit habt, natürlich mit mir mitzurätseln. Ihr könnt mir gerne dabei helfen, durch die Kommentare, wenn ihr möchtet. Wobei ich jetzt einfach nur noch gespannt bin, wohin uns der Weg hier, wenn wir jetzt hier nach unten gehen, wohin er uns führt. Okay. Das sieht jetzt sehr merkwürdig aus. Ich habe jetzt nämlich Angst, dass wenn ich hier nach unten gehe, zu diesem nächsten Speicherplatz, dass ich da nicht mehr hochkomme, oder? Nee, doch. Ich könnte da hochkommen. Aber wie komme ich in den linken Gang hier hinein, frage ich mich. Egal. Wir stürzen jetzt einfach mal in das Vergnügen, wenn man das jetzt so behaupten kann. Okay, seht ihr? Das ist das, was ich gemeint habe. Ich komme zwar hier hin, aber ich komme dort nicht mehr weiter. Okay, das funktioniert nicht. Ja, weil wenn es hier nach links jetzt nicht geht... Ich habe hier keine anderen Tricks auf Lager, wie ich jetzt einfach irgendwie hier nach oben kommen könnte. Das geht hier ja nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist, mich hier so ein bisschen runterfallen zu lassen, aber es geht nicht. Wisst ihr was? Ich gehe zurück. Einen Moment. Ich werde das hier noch abfotografieren und schnell gucken, ob das irgendwie... gefährlich ist, aber ich... Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Dachte ich mir schon. Okay, hier nach rechts komme ich nicht. Ich brauche ein bisschen Anlauf, oder? Was? Sagt jetzt bloß, ich komme hier nicht mehr hoch. Oh ja. Das ist so eine Mixtur aus Wall Runs und Jumps, mit denen ich noch nicht so richtig... weiß, wie, was, wer und wo. Komme ich denn hier hoch? Nein, auch nicht. Gut, ich wage mich mal hier hin. Okay. Es bleibt knifflig, weil ich weiß jetzt nicht, wo es lang gehen könnte. Hier nach unten geht's nicht. Alles ergibt für mich komplett keinen Sinn. Ich hätte ja gesagt, dass man eventuell hier... Ach komm, Tuse, bitte, tu mir das jetzt nicht an. Dass man hier irgendwie hinkommt. Gibt es hier eigentlich Secrets? Ist alles, was ich... Okay, wenn man einmal auf dem Weg dort nach unten ist, dann kommt man hier nicht mehr hoch. Man kann nicht mehr hochlaufen. Hier komme ich auch nicht hoch. Ich sehe Gänge, aber ich komme dort nicht hin. Aha. Okay. Okay, okay, okay. Versuch. Okay. Es könnte funktionieren, aber ich weiß noch nicht genau wie. Denn so einfach ist das ja gar nicht. So, und jetzt hoch. Ne, das muss in einem bestimmten... Zeitpunkt passieren, wenn ich da abspringe. Jetzt zum Beispiel. Okay. Hat wieder nicht funktioniert, obwohl ich die ganze Zeit das gleiche mache. Ein gewisser... Jetzt. Hä? Ich glaube, das muss genau abgestimmt sein. Okay. Da war ich anscheinend zu niedrig. Manchmal bin ich zu hoch. Okay, okay, es funktioniert irgendwie nicht. Was mache ich denn? Okay, einfach in den Freitod springen, gut. Habe ich denn irgendwelche Upgrades? Irgendwas? Ich kann mich sogar zum Schiff teleportieren. Game Instructions on.
Doch leider... Ja, 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 ja! Spring hoch! Tuse, spring hoch, tu was! Sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie mir das gelungen ist, aber okay. Oh nein. Eins, bleib stehen. Zwei, bleib stehen! Okay, nochmal. Okay, gut, 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 gut. Einfach nur geduldig bleiben. Einfach nur geduldig bleiben. Was ich noch betonen sollte, ist, dass die Steuerung ungefähr so ist wie bei Mega Man oder Mario Bros. Wo, beziehungsweise Mario allgemein, wo man rennt und der Char nicht gleich stehen bleibt, sondern hier gewisse, sag ich mal, Zeit noch so ein bisschen einen ein oder zwei Schritte nach vorne eben macht. Ja, ja, Freitod. Und deswegen macht das die ganze Sache noch so ein bisschen schwerer. Was ja aber nicht das Problem sein sollte, denn irgendwann einmal muss man das ja irgendwie hinbekommen. Den Dreh muss man ja irgendwie raus haben. Okay, gut, das funktioniert mal nicht. Okay, das hat jetzt funktioniert. Gut. Ich würde es ja mal gerne mit Anlauf versuchen. Okay. Einfach mal blind durchlaufen. Oh! Seht ihr das, was ich sehe? Okay, perfekt. So, ich habe das jetzt mal fotografiert, aber wisst ihr was? Ich werde das zusätzlich aufschreiben. Nicht wundern. Ich muss mir das jetzt kurz notieren. Einmal nach oben. Rechts. Nach unten. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel mal gespielt habt. Ja, gut. Pokémon würde euch ja viel sagen, denke ich mir mal. Da gab es so eine Phase, wo es so ein Minigame mit Pummeluff gegeben hat, oder? Da gab es auch sowas, wo man sich diese ganzen Pfeile merken musste und dann in diese Richtung in einer bestimmten Zeit oder Geschwindigkeit alles so gesehen abdackeln. Und genau daran erinnert mich das so. Oben, rechts, unten, nach oben, rechts, unten, links, oben, unten, rechts, oben, rechts. Gut. Und jetzt werde ich mal den Gebrauch von etwas machen. Und zwar, ich werde mich zu dem Schiff teleportieren. Okay. Ich bin wieder beim Schiff. Wo war denn das? Wo war denn dieses Rätsel? War das hier unten? Ja, ich glaube schon, oder? Das war doch hier unten irgendwo. Hopp. Okay, okay, okay. Nee. Hä? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Das Rätsel mit den... War das nicht auf dem anderen Planeten? War das Ganze nicht irgendwo auf einem anderen Planeten? Das war doch auf dem anderen Planeten, oder? Dieses, dieses Richtungs... Ja, das war doch auf dem anderen Planeten. Ein Moment, ich muss jetzt zurück. So. Hui. Was ist denn da los? Oh, okay. So funktioniert es mal nicht. Ich werde es jetzt mal so versuchen. Okay, ein bisschen mehr nach links. Okay, da haue ich mir mein Köpfchen an. Okay, so. Einfach genial, dieses Herumgefliege und dieses Herumgerätsel. Ich muss mir das jetzt genauer ansehen. Das bedeutet... So. Wir sind jetzt wieder auf Bornmain. Und hier müsste doch das Rätsel sein. Genau. Nach oben. Nach oben. Verdammt.
Okay, nach oben. Verdammt. Ups. Nach oben. Genau hier. Verdammt. So einfach ist das nicht. Okay, nach oben. Jetzt nach rechts. Jetzt nach unten. Ich lasse mir jetzt mal die ganze Zeit der Welt. Nach, was? Oben, rechts. Unten. Jetzt muss es wieder nach oben gehen. Rechts. Verdammt. Okay, nach unten. Nee, das ist mir, oder? Nee, das ist mir ein bisschen zu riskant. Nee. Nach unten, jetzt wieder nach links. Hier ist ja eins. Nach oben. Jetzt nach unten. Das ist so riskant, was man hier macht. Okay, nach unten. Nach rechts. Nach oben. Und nach rechts. Okay. Okay, einen Moment. Erstmal hier abspeichern. Jetzt schnell gucken, was es hier so gibt. Okay, erst einmal hier ein bisschen Luft auftanken. Was ist das denn da? Ja, ich lade gerade meinen Batteriecharger irgendwas. Schieß mich tot auf. Okay. Hier nach oben komme ich jetzt mal nicht, ne? Aber was bringt mir denn das? Ich verstehe es nicht. Oh ja, wisst ihr, was mir das bringt? Dass ich festgestellt habe, dass ich mich durch diese Flüssigkeit in jede Richtung, die ich möchte, bewegen kann. Boah. Aber ich muss schnell, einfach so schnell wie möglich jetzt dort ankommen. Ich krieg die Sprünge nicht hin. Ich möchte wirklich jede Sekunde, bei der es geht, Zeit sparen. So, jetzt geh schnell hoch. Okay. Mach schnell. Okay, wisst ihr jetzt, was mein Ziel ist ungefähr? Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen so vorführen. Aber ich muss schnellstens wie möglich dorthin. So, mach schnell. Mach schnell. Oh, die Zeit ist mega knapp. Ich bin mir jetzt auch wieder nicht sicher, ob ich eigentlich das mache, was ich eigentlich machen sollte. Okay. Mach schnell. So. Schnell. Schnell, wir brauchen Luft. Perfekt. Okay. Das sieht doch schon mal, denke ich mir mal, etwas gesünder aus, meiner Meinung nach. Ach komm. Ich gehe jetzt schnell Luft aufladen. Was man das so nennen darf. Okay, hier müsste es lang gehen. Komm. Bitte sei nicht so. Okay, 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 okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach rechts, weil... Okay, ich sterbe. Ja, okay.
So. Das muss jetzt einfach schneller gehen. Bitte. Bitte. Das dauert mir viel zu lang. Schnell. Schneller. Schneller. Schnell, 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 schnell. Klauen mir die roten Blumen eigentlich jetzt Sauerstoff oder ist das... Sterbe ich durch den Sauerstoff oder sterbe ich durch die Bewegung? Oder durch die einfache Bewegung jetzt dorthin? Das würde ich auch noch gerne wissen. Ich glaube, die stehlen mir den Sauerstoff. So kommt mir das so ein bisschen vor. Okay. Ja. Okay, stopp. Flip, flip, flip. Bitte geh nach oben. Ich muss wissen, was oben zuerst ist, bevor ich nach unten gehe. Mach doch. Mach doch. Mach einfach und zwar schnell. Okay, das geht sich, glaube ich, nicht mehr aus. Okay. Das muss alles mega schnell jetzt gehen. Ich versuche es noch einmal. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Was? Nee. Ein Moment. Ich gehe zum letzten Checkpoint genau dahin. Weil ich ja abgesprungen bin. Eigentlich... Bitte. Gut, ich überspringe einfach alles. Hä? So. Einfach schnell durch. Gut. Sieht sehr gut aus. Hier sieht verdammt knapp aus. Bitte, jetzt mach doch. Schnell, schnell, schnell. Okay, das geht sich aus. Das geht sich aus, aber sehr, sehr, sehr knapp. Und ich würde sagen, wir werden jetzt im nächsten Part gucken, wie ich das Ganze irgendwie hinbekomme. Aber mittlerweile ergibt so vieles auch Sinn für mich. Aber sehr interessant war in diesem Part zu sehen, dass auch die ganzen Rätsel so... Wie soll ich das jetzt sagen? Solarsystemübergreifend sind. Man kriegt einen Hinweis, den man aber auf einem anderen Planeten zum Beispiel einsetzen kann. Und sowas finde ich zum Beispiel, ich weiß nicht, mich haut das so ein bisschen weg. Nichtsdestotrotz, ich verabschiede mich auf jeden Fall jetzt mal von euch. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.